Nicaragua liegt auf der Kontinentalbrücke zwischen Nord- und Südamerika. Mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern zählt es zu den ärmsten Ländern Lateinamerikas. Eine politisch schwierige Vergangenheit, Naturkatastrophen und eine stetig wachsende Bevölkerung sind die Ursache dafür, dass ca. 70% der Landbevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt. Die Fruchtbarkeit der landwirtschaftlichen Anbauflächen nimmt aber aufgrund unsachgemäßer Anbaumethoden schnell ab. Um immer neue Felder zu gewinnen, wird Regenwald gerodet. Ein Teufelskreis von fortschreitender Verarmung durch die Vernichtung der eigenen, natürlichen Ressourcen ist die Folge. Marley Hoppe-Ritter und Alfred T. Ritter wollten diesem Trend entgegenwirken und gründeten im Namen von Rittersport bereits 1990 das Entwicklungsprojekt Kakaonica. Da wir ja Kakao als Hauptbestandteil haben in unserer Schokolade, wollten wir gerne den Bauern, die uns dieses gute Material liefern, quasi etwas zurückgeben, und dadurch ist die Idee entstanden. Mit Hilfe des Kakaonica-Projekts sollte den Bauern gezeigt werden, wie die Methode des agroforstlichen Anbaus eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung ermöglicht, die Waldbestände schützt und eine sichere Lebensgrundlage bietet. Die Bauern erlernten die neue Anbaumethode bei Schulungen und Beratungen und wurden zudem mit Pflanzen, Samen und Werkzeugen ausgestattet. Dass der Kakaobaum sich so hervorragend für den agroforstlichen Anbau eignet, liegt daran, dass diese sensible Pflanze am besten im Schatten von großen Regenwaldbäumen gedeiht. Umgeben von Bananen, Mais und Bohnen entstehen so keine Monokulturen, sondern artenreiche Mischkulturen. 2008 entwickelte sich Kakaonica entscheidend weiter. Rittersport eröffnete eine Kakao-Ankaufs- und Trocknungsstation in der Nähe von Matagalpa. Hier kauft das Schokoladenunternehmen mittlerweile die Kakaobohnen von rund einem Dutzend Kooperativen an. Aus dem ganzen Land kommen die Kakaobohnen in der Ankaufs- und Trocknungsstation per LKW an. Nach dem Abladen der Jutesäcke und einem eventuellen Nachtrocknen wird ihre Qualität auf das Genaueste geprüft. Nur beste Bohnen treten den Weg in die Schokoladenfabrik nach Waldenbuch an. Früher erreichten gerade einmal 50% der Kakaobohnen die hohen Qualitätsanforderungen von Rittersport. Heute gehen rund 90% der Bohnen in den Export. Auch das mehrt die Gewinne der Bauern. Ebenso wie der höhere Preis, den Rittersport für beste Bohnen zahlt. Ich bin Kakaoproduzent und komme hierher, um meinen Kakao zu verarbeiten und zu trocknen. Die klimatischen Bedingungen zum Trocknen der Kakaobohnen sind hier einfach besonders gut. Dadurch erhalten meine Kakaobohnen eine hervorragende Qualität und dafür bekomme ich einen guten Preis bezahlt. Der steigende Wohlstand der Kakaobauern macht sich sichtlich bemerkbar, ebenso die Sensibilisierung für ihre Umwelt, den Regenwald. Es ist eine gewinnbringende Situation entstanden, die alle Beteiligten weiter ausbauen möchten.